erster Kindergartentag? Letzter. Dein letzter? Da. Der letzte Tag? Ja. Heute ist das erste Mal. Nein, heute ist Abschlussfeier. Ich bin 6. Oh nein. Aber vielleicht nach der Abschlussfeier bist du kein Kindergartenkind mehr. Ja, hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Vlog. Heute ist der Tag gekommen. Heute ist der allerletzte Tag, an dem Kies ein Kindergartenkind ist. Ja, ich habe ihn gerade um 8 in den Kindergarten gebracht und die haben jetzt nochmal so 2 Stunden normalen Kindergartenalltag. Um 10.30 Uhr sollen auch wir Eltern in den Kindergarten kommen. Da ist dann halt die offizielle Abschiedsfeier. Ja, die Kinder führen da ein Theaterstück vor, die kleine Raupe Nimmersatt. Und danach, ja, ist halt die normale Abschiedszeremonie, da bekommen sie ihre Sachen alle zurück und ja, allgemeine Verabschiedung halt. Und ja, dann ist Kindergarten einfach Geschichte. Dann muss Kies nie wieder in den Kindergarten. Oh. Wir hatten ja jetzt lange genug Zeit, uns darauf seelisch vorzubereiten, aber ja, heute ist der Tag gekommen und ich kann es einfach immer noch nicht realisieren. Ja, gleich hat Kies 6 Wochen Ferien und danach kommt er in die Schule. Es geht einfach nicht in meinen Kopf rein. Ja, gut, aber mein Kind wird groß, es ist kein Kindergartenkind mehr gleich und ja, jetzt beginnen neue Abenteuer und Herausforderungen. Ja, so schnell kann es gehen. Ja, ich habe jetzt ungefähr 3 Wochen nicht mehr gevloggt. Das lag unter anderem daran, dass ich einfach sehr viel zu tun hatte. Ich habe viel Arbeit gehabt, ich war noch mit der Reiseplanung beschäftigt und ich habe die ganzen Sachen besorgt, die Kies dann für die Schule braucht und ja, so kamen einfach viele Sachen zusammen und ich hatte einfach keine Zeit und keine Nerven dafür, Videos zu drehen. Jetzt bin ich zurück und jetzt gibt es auch wieder regelmäßig Videos. Ja, wenn ihr die letzten Vlogs von mir gesehen habt, wisst ihr ja wahrscheinlich auch, dass ich versucht hatte, Konzertkarten zu bekommen und ja, das hat jetzt mittlerweile geklappt. Diese Karten haben wir bekommen, auch recht gute noch sogar und ja, jetzt kann ich euch auch verraten, wo es hingeht. Ich fahre mit meiner Freundin Lilly im Oktober für ungefähr 4 Tage nach Schottland. Dort gucken wir uns 2 Konzerte von Shane Phelan an. Der war früher mal ja, bei Westlife. Ich weiß nicht, ob das noch einige von euch kennen. Ich war damals großer Westlife-Fan, so meine Boyband-Teenie-Zeiten. Ja, wie gesagt, Shane habe ich noch nicht alleine als Solokünstler live gesehen. Zuletzt damals halt mit Westlife noch. Die gibt es ja inzwischen nicht mehr. Ja, deswegen freue ich mich da auch total drauf und vor allen Dingen auch auf Schottland, weil ich war noch nie in Schottland und ja, ich wollte da immer mal hin. Jetzt ist es im Oktober soweit und ich freue mich da total drauf. Ja, die Konzerte sind in Dundee und Motherwell. Das ist bei Edinburgh, Glasgow so die Gegend. Falls ihr da gute Tipps habt, was man da in der Gegend noch so Schönes machen kann. Wir haben leider nicht allzu viel Zeit, deswegen sollte es alles so in der Nähe sein. Falls ihr da gute Tipps habt, was man da machen kann oder was man da unbedingt sehen sollte, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Denn ja, wir wollen nicht nur die Konzerte sehen, wir wollen auch noch ein bisschen was von Schottland sehen. Ja, also da bin ich schon sehr gespannt drauf. Aber jetzt liegt ja bald auch erstmal unser Irlandurlaub an. Das ist auch schon in 3 Wochen ungefähr.
Es ist inzwischen auch schon wieder 8:50. Ich habe eben gefrühstückt und so ein bisschen Haushalt schon mal gemacht. Und ja, ich muss jetzt gleich noch ganz schnell in die Stadt, denn ich hatte ja die Schulbücher für Kies online bestellt. Bei einem großen Buchhandel hier in Delmenhorst, wo man eigentlich von ausgehen sollte, dass da eigentlich alles glatt läuft. Und ja, ich hatte am 8. Juni eine Versandbestätigung bekommen. Ja, bis gestern waren die Bücher immer noch nicht da. Deswegen habe ich dann mal da angerufen. Und ja, laut dem Sendungsstatus kam einfach nichts mehr. Da stand überhaupt gar nichts mehr. Und die Frau am Telefon meinte dann nur so, oh, dann hat DHL wohl das Paket vermuddelt. Ja, ganz toll. Die konnten mir jetzt auch die Bücher nicht einfach nochmal neu schicken. Sie haben dann gesagt, sie erstatten mir erstmal das Geld zurück und ich müsste die Bestellung dann nochmal komplett neu aufgeben. Also total bescheuert und umständlich. Ja, aufgrund dieser Erfahrung wollte ich jetzt nicht nochmal da bestellen. Ich habe jetzt dann gestern woanders bestellt, auch in einer Buchhandlung hier in Delmenhorst. Ich habe da online bestellt und da war eine Expresslieferung möglich. Die haben das jetzt heute über Nacht in die Filiale geliefert bekommen. Und ich habe heute Morgen auch schon eine Bestätigung bekommen, dass die Bücher jetzt da sind und ich kann die jetzt gleich in der Filiale abholen. Deswegen muss ich jetzt gleich noch eben ganz schnell in die Stadt und die Bücher abholen. Ja, dann habe ich sie wenigstens endlich da und dann ist alles, was er für die Schule braucht, schon komplett. Ich habe nämlich letztens auch schon die ganzen Schulhefte und was er halt alles so braucht, Mappen und Co., alles schon mal besorgt. Es sind jetzt nur noch die Bücher, die fehlen, die ja eigentlich schon längst hätten da sein müssen. Ja, aber ich hole sie gleich ab und dann habe ich sie auch komplett. Schultüte ist da, Schulranzen hatte er ja auch schon. Und zum Thema Schulranzen, das ist übrigens mein erfolgreichstes Video hier auf YouTube. Ich habe jetzt ungefähr 20.000 Views auf dieses Schulranzen-Video. Von daher gehe ich mal davon aus, dass euch das Thema Schule auch hier interessiert. Deswegen habe ich mir überlegt, dass ich mal noch ein extra Video dazu mache, ja, was genau er alles für die erste Klasse jetzt braucht an Materialien, an Schulbüchern und so weiter. Wenn ihr das sehen wollt, gebt mir gerne mal einen Daumen nach oben, dann weiß ich, dass ihr das sehen wollt, dann mache ich dazu nochmal ein extra Video. Ja, so, jetzt muss ich mich aber ganz schnell beeilen und die Schulbücher holen, denn in ungefähr einer Stunde muss ich ja auch schon im Kindergarten sein. So, ich war jetzt gerade in der Stadt und habe die Bücher geholt, die waren alle da. Ja, hätte ich das mal eher gewusst, dann hätte ich gleich da bestellt. Ja, jetzt ist aber alles komplett. Und ja, jetzt muss ich mich ganz schnell beeilen, kurz zurück nach Hause fahren, noch eben meine Sachen holen und dann geht's ab zum Kindergarten. So, da sind die Bücher drinne. Sind alle komplett, alles da. Ja, jetzt kann die Schule wirklich losgehen. Ja, die Abschiedsfeier war wirklich mega emotional. Ich musste mir so sehr die Tränen zurückkneifen. Ich hätte beinahe so losgeheult. Ja. Ich habe auch ein bisschen gefilmt, das möchte ich jetzt aber allerdings nicht online stellen, das ist nur für uns privat. Da einfach zu viele fremde Kinder damit drauf sind und die möchte ich jetzt natürlich hier nicht veröffentlichen. Deswegen zeige ich euch jetzt hier nur ein paar Fotos, das muss jetzt für euch reichen, damit ihr zumindest so einen ganz kleinen Einblick bekommt. Und die Kinder saßen alle in einem Kreis und dann haben sie das Stück Die kleine Raupe Nimmersatt vorgeführt. Ja, dann haben sie noch zwei Lieder gesungen und dann haben die Kinder den Erzieherinnen noch Geschenke überreicht, Karten, Blumen und Schokolade. Ja, und dann haben auch die Kinder noch Geschenke bekommen. Sie haben ihre Mappen zurückbekommen, wo halt die ganzen gemalten und gebastelten Sachen drin sind, was sie über die Jahre da so gemacht haben. Ja, und dann waren da noch Geschenke bei, eine kleine Schultüte. Ja, und dann zum Schluss haben wir uns dann nochmal von den Erzieherinnen persönlich verabschiedet. Wir haben dann nochmal Fotos mit denen zusammen gemacht, dass man nochmal so ein Abschiedsfoto hat. Und dann haben wir uns halt für die tolle Zeit da bedankt. Und ja, ich hatte die ganze Zeit so ein mega Kloß im Hals. Oh mein Gott. Ja, jetzt ist es halt Geschichte. Kindergarten ist vorbei. So, jetzt ist es offiziell. Kies ist kein Kindergartenkind mehr. Oh mein Gott. Ja, die haben mir eben eine schöne Abschiedsfeier gemacht. Ne? Ihr habt kleine Raupe Nimmersatt vorgeführt. Und was habt ihr noch gemacht? Zwei Lieder gesungen. Und die Weltraummaus. Und die Weltraummaus habt ihr auch noch vorgeführt, genau. Und dann habt ihr den Erzieherinnen noch Geschenke überreicht. Und ihr habt auch Geschenke bekommen.
einmal hier die Mappe, da sind die ganzen Sachen drin, die du gebastelt hast und gemalt hast im Kindergarten. Und hier, weiß ich nicht, was da drin ist, das ist eine Schultüte. Und da ist noch ein Geschenk. Willst du das jetzt mal auspacken? Right where you are. I'm your sail when the wind is blowing. I'm your oar if you need to row. I'm your raft when the river's flowing. I follow you wherever you may go. I'm your sail when the wind is blowing. I'm your oar if you need to row. I'm your raft when the river's flowing. I follow you wherever you may go. I follow you wherever you may go. Passing in the night on the stormy sea. Ja, das war's auch schon wieder mit diesem Vlog. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir gerne Feedback, lasst einen Daumen nach oben da. Und ja, wie gesagt, wenn ihr noch ein extra Video sehen wollt zu den ganzen Sachen, die Kies jetzt für die erste Klasse braucht, gebt mir gerne Bescheid, dann drehe ich auch das gerne nochmal für euch ab. Und ja, auch Vlogs werden jetzt wieder regelmäßig kommen, beziehungsweise dann, wenn auch wirklich was Spannendes bei uns anliegt. Jetzt sind ja erstmal Ferien. Jetzt wird es ja eigentlich erstmal wieder ein bisschen ruhiger bei uns. Wir haben die ersten 3 Wochen der Ferien jetzt nicht wirklich irgendwas Spannendes geplant. Aber am 12. Juli geht es ja dann auch für uns schon nach Irland und dann kommen auf jeden Fall wieder tägliche Vlogs. Ja, bis dahin. Ich hoffe, wir sehen uns hier beim nächsten Video wieder. Ciao!